Hallo und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. Heute gibt es mein zweites Basic-Rezept, nämlich eine leckere Vanille-Puddingcreme für Kuchen und Gebäckteilchen. Wir bereiten die Creme, weil die so einfach geht, ganz einfach am Herd drüben ohne Küchenmaschine zu. Wer mag, kann das Ganze natürlich auch im Thermomix machen. Da ist es ganz easy, weil ihr da natürlich auch eine Hitzefunktion habt. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für die Vanillepuddingcreme benötigen wir einmal 500 ml Milch. Wer das lieber an der Waage abwiegen will, sind das in etwa 480 Gramm. Dann benötigen wir noch 45 Gramm Stärke, 100 Gramm Zucker, Vanilleextrakt oder eine halbe ganze Vanilleschote und 150 Gramm Butter. Als erstes geben wir ein bisschen von der kalten Milch in die Stärkemischung und verrühren das ganze Klümpchen frei. Jetzt geben wir die restliche Milch in den Kochtopf, fügen dann Zucker und Vanilleextrakt hinzu und lassen das einfach auf dem Herd richtig schön aufköcheln. Sobald sich alles schön vermischt hat und aufgekocht ist, geben wir dann die Stärkemischung hinzu, rühren weiterhin und lassen das Ganze nochmal mit aufköcheln. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich am Herd bleibt, die Hitze nicht zu hoch macht. Ich benutze da jetzt auch nur Stufe 6 von 9 und bin dann die ganze Zeit dabei und mische die ganze Zeit mit dem Schneebesen. Der Pudding, der ist dann fertig, wenn die Bubbelbläschen richtig schön groß werden und ihr einfach beim Rühren merkt, dass es immer fester wird. Dann schalten wir den Herd aus und dann fülle ich das einfach in meine Mixe wieder um und lasse das Ganze unter ab und zu mal umrühren, ein bisschen abkühlen. Die Puddingcreme ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Jetzt gebe ich die Butterflocken hinzu und dann rühre ich das Ganze mit dem Schneebesen nochmal schön um, damit das Ganze eine schöne cremige Masse ergibt. Und fertig ist die Puddingcreme. Jetzt könnt ihr sie für eure Gebäckteilchen oder zum Beispiel für den leckeren Obstboden, den ich letzte Woche gezeigt habe, einfach direkt drüber gießen und dann leckere Früchte drauf verteilen. Ich werde das Ganze jetzt mit Erdbeeren machen und dann ist quasi das Rezept auch schon fertig. Wer einen frischen Obstboden zubereitet, der sollte dann das Obst entweder direkt vorm Servieren klein machen und draufgeben. Aber damit ihr jetzt sicher geht, dass das Ganze haltbarer ist, verwendet ihr einfach Tortenguss. Entweder mixt ihr den selber zurecht mit so einem Päckchen Tortenguss, was man im Handel ganz normal erhält. Oder ihr verwendet ganz einfach Tortenguss zum Sprühen. Das habe ich mir nämlich hier auch schon mal beiseite getan. Das hier ist von DecoBack. Das gibt es auch in der Backabteilung. Das ist auch quasi, das ist mit, wartet, Agar-Agar. Ich kam gerade nicht aufs Wort. Und dementsprechend auch für Vegetarier geeignet. Und das ist ganz easy. Man schüttelt das Ganze nur und gibt es dann einfach dünn auf das Obst drauf. Das ist vor allen Dingen praktisch für diejenigen, die nicht so gerne Tortenguss mögen oder so dick, weil gerade bei Obstkuchen hat man ja ganz oft dann so richtig dicke Geleeteilchen. Und da ist es echt ganz angenehm, weil ihr da nur hauchdünn das Obst besprüht und fertig seid. Also wenn es mal schnell gehen muss, ist das wirklich super. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus und schreibt mir unten in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Das Rezept in voller Länge gibt es auf meiner Homepage auf crystals-delicious.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!